Okay, zur Verteidigung der lieben Karte. Wo ist sie denn? Die Haut Königsburg. Schauen wir mal, was für ein Spaß das wird. Ah gut, wir lassen mal alle unsere Nahkämpfer Seid drin. gegrüßt. Unsere In zur Stelle, in Bogenschützen. Bewegung. Boah, leck mich doch. Oh Gott, oh Gott, alle Nahkämpfer bitte auf den Bergfriedhof. Eventuell können mir meine Ritter was bringen. Raus. Raus, 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 raus. Raus. Leute. Mein Bogen ist teuer. Bitte in die Linie hier. Können wir was abreißen? Wir können die Treppen abreißen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Die Idee. Obwohl, ich lasse es erstmal. Ich gucke erstmal, wie es so hinhaut. Ihr Leute, geht mal lieber auf die Türme. Da seid ihr ein bisschen sicherer. Du kannst hier auf dem Rauschen bleiben. Sind ein paar Gegner, nicht wahr? Ein paar wenige, also. Zwei, drei Stück. Keine Chance. Steigt auf, Brüder. Für die Ehre. Mein Herr? Wie durch das bisschen Pech der ganze Wald abfackelt, oder? Alter! Boah, scheiße, hat er viele Bogenschützen. Ja gut, wer hätte es gedacht? Ich glaube, ich lasse es lieber. Steigt auf, Brüder. Gegner ist schon drin. Das heißt eigentlich, dass der Gegner schon sehr, sehr lustig bei mir hier durch kann. Aber wisst ihr was? Ich sage einfach nein. Das mache ich nicht mit. Macht es euch doch selber. Ja toll, jetzt ist ja bloß noch das Torhaus. Oh nö, das ist der gesamte... Ich glaube, ich muss alles in den inneren Ring ziehen und die Treppe abreißen. Bin zur Stelle. Wie gut, dass ich so toll im Pech anzünden bin, nicht wahr? Gefällig. So richtig gut. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Zu spät. Alles zu spät. Feuer gefällig. Visierer. Heiliger werden wir hier niedergemacht. Gegenwehr ist zwecklos. Sie haben keine Chance. Du Scheiße. Ziel im Visier. Leute. Vor allem hat der Gegner so viele Bogenschützen. Was soll konstruiert werden? Lasst sie schmoren. Ich glaube, wir werden jetzt mal richtig schön aufs Maul kassieren. Aber es gehört zur Lernphase mit dazu, sage ich jetzt einfach mal. Wie viele Bogenschützen, bitte? Wir sind bereit. Hier geht man mit auf den Turm. Die Streitkampfkämpfer sind schon alle tot von ihm, oder? Größtes Problem werden wohl die Bogenschützen sein. Ich meine, er wird mich schon alleine... Alleine was die Fernkämpfer angeht, wird er mich niedermachen. Der hat so eine riesen Übermacht an Fernkämpfern. Ich müsste gleich nochmal gucken nachher, wie viele sind Bogenschützen auf leicht. Ist ja nicht mehr freundlich. Das finde ich jetzt nicht so nett von dir, Gegner. Wirklich nicht. Versuch mal in dem. Junge, beweg deine Leiche hier weg. Tag der offenen Tür. Du kannst nicht zufällig da hoch, oder? Ne, ich habe die Tür. Zugeschlagen vor der Nase quasi. Na gut, jetzt wollen sie alle hier durch. Und so viele Pikiniere. Shit. Na endlich. Bewegung, na los. Ich glaube, das wird leicht problematisch. Der Feind befindet sich in der Burg. Das wird leicht problematisch. Da kann mich auch im Nahkampf Knubbel nicht mehr retten. Vor allem, weil das nicht viel ist, was wir im Knubbel haben. Aber versuchen wir es mal. Schicken wir mal Lordi mit runter. Wir haben ja seinen Lebenspunktestand mit im Blick. Ist uns bei Camelot vielleicht auch beim ersten Mal gerettet, hätten wir Lordi rechtzeitig mit runtergeschickt und dann wieder zurückgezogen. Wir müssen halt die Leben von ihm im Auge behalten. Wir müssen das Auge von ihm im Leben behalten. So, jetzt werden wir ein bisschen eingekreist hier. Die umzingeln uns, die Schweine. Jetzt habe ich Lordi verloren. Lordi, wo bist du? Lordi, lass dich anklicken. Lordi. Es sieht ja nicht so verkehrt aus, aber richtig gut leider auch nicht. Aber es geht.
Aber jetzt wird Lordi, glaube ich, ziemlich überrannt. Ja. Komm, den brauche ich euch nicht mehr zurückzuziehen. Das ist verloren. Der Lord wurde ermordet. Jetzt will ich aber mal wissen. Ja, genau. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Burgverteidigung. Kommt doch das nächste Mal mit einem größeren Schiff. Wo ist er denn wieder? Das möchte ich jetzt mal nachgucken. Auf Angriff, auf leicht. Nichts. Das ist auch cool. Hä? Nochmal. Jetzt. Fast 200 Bogenschützen. Ist in Ordnung. Ja. Ja gut, okay. Bevor es noch losgeht, handeln. Bogenschützen bereit. Wir müssen hasch handeln. Die zwei können eigentlich da bleiben, um anzuzünden, weil ansonsten haben wir, glaube ich, kein großartiges Pech hier. Und ich möchte, dass die meisten zu diesem Turm gehen. Ein weiter Weg. Es sind eh nur ein paar einzelne Bogenschützen, die wir hier retten quasi. Aber es sind eben die Bogenschützen, die wir jetzt die eventuellen Unterschied ausmachen können. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Rücken aus. Und hier seid auch alle äußeres Tor quasi. Ihr kommt mal alle auf diesen Turm. Vielleicht wird es der rettende Turm. Der Turm, der die Welt bewegt. Ziel im Visier. Und die Mang feuern mal fröhlich. An sich könnte ich die Ballisten auch mal ein bisschen besser ansetzen. Machen wir einfach mal alles so richtig korrekt kluck. Bewegt euch. Lassen wir die Ritter auch mal hier drin. Bringt nicht sehr viel, die rauszubringen. Die könnten wir dann am Ende tatsächlich im Kampf mitbrauchen. Wenn die mitknubbeln können, wird das übel. Dann gibt es Pikinier-Ragout. Sag mal, was macht denn ihr da unten? Ja, Hallöchen, wer seid denn ihr? Ich habe euch ja gar nicht gesehen. Na, kommt Rücken mal her. Aus. Ja, wer seid denn ihr Hübschen? Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Drei Schwertkämpfer mehr. Wir stehen zu Dienst. Mein Haben Bogen wir Bogenschützen ist euer. Allesamt mal her. Und beeilt euch bitte. Die Armbrustschützen, die drei. Ihr kommt auch mal mit hierher. Ich möchte meine Fernkämpfer so gut es geht tatsächlich geballt haben. An einem Platz. Das ist das Beste, was man machen kann gegen die feindlichen Bogenschützen, die dann doch nicht gerade wenig sind. In Bewegung. Eure Befehle? So. Ist eigentlich egal, wo die drauf schießen, weil der Tribok wird meiner inneren Verteidigung nicht wirklich gefährlich. Müssen wir gucken, dass ich rechtzeitig anzünde, wenn es böse wird. Bin halt überlegen, will ich lieber die Bogenschützen anzünden oder die Pikiniere? Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Mein Herr, sind auf dem Weg. Und los. Was wünscht ihr? Meine Schwertkämpfer, die brauche ich doch noch. Und los. Lass die. Na gut, dann kämpft. Macht die beiden weg und dann geht weiter. Sehr schön. Ich brauche euch noch. Nein. Du musst dich opfern, es tut mir leid. Wenigstens einer muss durchkommen. Hier hinten haben wir mehr Chancen. Lauf, Siegfried. Und los! Oh Gott, jetzt kommen schon die an. Nee, ich hab's schon wieder verpasst. Eure Befehle? Wie doof. D-O-H-F. Das ist leider nicht möglich. Wieso könnt ihr denn nicht? Wieso könnt ihr nicht? Wieso könnt ihr nicht? Geht doch. Ja, jetzt ist eigentlich auch schon wieder zu spät. Feuer da. Da, 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 da. Ja, da bringt's eigentlich auch nichts mehr. Da! Feuer gefällig? Ich bin sehr, sehr konsequent und schlussfreudig, nicht wahr? Gespannt. Na kommt, macht, macht! Feuer gefällig? Ja, die stehen jetzt gerade wunderbar dafür. Komm, 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 komm. Jetzt sind wir vorbei, jetzt ist es zu spät. Ich krieg das mit dem Feuer nie hin. Gebt uns eine Aufgabe. Das wird gut, das wird gut, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Ihr wollt mich wohl verarschen. Boah.
Ja, Junge, jetzt stehst du vor dem geschlossenen Torhaus. Komm mal bitte rein. Das ist jetzt gemein gewesen. Das war mehr als gemein. Hallöchen, Feuer? Ja, ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Schieß. Schieß. Tu es. Jawohl. Und da hinten auch noch. Oh, jetzt brennt der ganze Wald. Wunderbar. Jawohl, das nenne ich. Das, was da hinten gefehlt hat, haben wir jetzt wenigstens hier. Ihr geht mal beiseite. Herrschaftszeiten gehen sie auf die Seite. Das war aber schön. Das hat Spaß gemacht. Okay. Gehen wir wieder auf Normalgeschwindigkeit und gucken, was bei rauskommt. Mach mal den hier weg, der ist doof. Je länger das Tor steht, desto länger steht das Tor. Immer dran denken. Oh fuck, oh nein. Oh nein, ich habe vergessen, die Treppe abzureißen. Nein. Wie dumm. Wie dumm. Mir helfen mir die Ritter doch nichts. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Bitte kommt durchs Tor. Bitte kommt durchs Tor. Oh Mann, warum? Warum? Balliste, bereit, my Lord. Das war ja mal so richtig intelligent. Hallo, Goethe. Super. Könnt ihr den mal bitte wegmachen hier? Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr einreißen. Jetzt ist alles zu spät. Schon allein die Bogenschützen, die hochkommen, werden uns Probleme machen. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, wenn ich das jetzt dann doch mal nicht zeige, wie wir hier sterben. Weil wir werden hier ganz garantiert draufgehen. Dafür bringen uns die Ritter. Nee, das schaffen wir nicht. Es sind viel zu viele Nahkämpfer. Diesmal müssen wir schnell reagieren und die hier reinziehen. An sich alle. Alles, was wir haben, dahin. Ja. Rücken aus. Bis auf meine zwei Anzünder da hinten. Meine Anstifte. Ja gut, die da hinten, die paar, können auch noch da bleiben. Ein weiter Weg. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Waffen geschultert. Ich könnte dich auch hier gebrauchen. Zwei kommen mit hierher, die zwei kommen auch mit hierher. Du kannst hier bleiben, der beide kommt auch mal mit hierher. Okay. Im Grunde ist der Start gesetzt. Du feuerst mir mal schön hier rein, mitten Matsch Matsch machen schön, mitten in die Gegner. Meine Günther-Kolonne kommt hierher. Die Schwertkämpfer alle auch hier hoch, bitte. Diesmal wird dann noch die Treppe abgerissen, sobald alle da sind. Im Prinzip brauchen wir die Treppe gar nicht. Wir könnten gleich das Tor ausnehmen, bevor es zu spät ist, oder? Ein kleines bisschen muss ich trotzdem noch... Ich warte lieber noch ein kleines bisschen, bevor hier Verwirrung entsteht bei der KI. Denk doch an die arme KI. Die Ballisten dürfen eigentlich frei feuern. Tribocken geht eh eher die Munition aus, als dass sie wirklich jetzt Schaden anrichten, der mir wehtun würde. Und zwar hier beim... Selbst wenn sie den inneren Ring verletzen würden. Man kann ja eh nicht durch. Man kann eigentlich nur dort beim Torhaus durch. Oder eben durch die Treppe. Lordi, rette dich. Auch du bist gemein, Lordi. So, der Baumeister muss jetzt mal gucken, wie er es schafft. Es tut mir wirklich leid, ich mach meine... Hinter Lordi bricht die Treppe ein. Da ist schon fast was von irgendeinem Show. Irgendeinem Trash-Film. So ein Trash-Action-Film. Läuft der Lordendank hinter ihm, bricht die Treppe ein. Macht zwar keinen Sinn, aber es tut's einfach. Es gibt auch so viel Sinn, wie das Auto macht, das bei Sharknado einfach so explodiert, weil Benzin ausläuft. Gibt's bestimmt auch Trash-Mittelalter-Film. Diese Art. Geht hier da rein. Bitte geht da rein. Bitte geht rein, 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 rein. Das in der Zeitlupe zu beobachten, das ist ziemlich komisch. Rein, 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 rein. Ha, ha, ihr habt uns verpasst. Einer für alle. Vorwärts, Männer. Ja, kommt. Einer für alle. Vorwärts, Männer. Nein. Nein, bleibt draußen. Nein. Ey, das gibt's doch wohl nicht.
Seid gegrüßt. Was soll aber ein schlechter Witz sein? Los! Ihr sollt nicht mehr werden. Wie viel Hunger die auf meine Schwertkämpfer haben. Es ist unglaublich. Die wollen einfach nicht verstehen, dass ich die noch brauche. Wir folgen euch, Herr. Muss wieder einer dran glauben. Ein Aroman bites the dust. Nee, scheint doch zu klappen. Herr Schwertkämpfer, jetzt kommen die von der anderen Seite entgegen. Es ist doch so gemein. Vorwärts, Männer. Doch, 40. Das kam jetzt schneller als 40 vor. In Bewegung. Seid gegrüßt. Lass die doch bald durch. Euer Gnaden. Bogenschützen bereit. Ja, einer schafft's vielleicht. Einer schafft. Der Verletzte auch noch. Wir folgen euch, Herr. Was die an Verlusten verursacht haben, ist doch so. Cool. Ist nur einer gefallen. Versuchen wir es diesmal ordentlich anzuzünden. Das war schon mal nicht schlecht. Feuer gefällig. Das war auch okay. Jetzt weichen die dahin aus, kriegen hier das Feuer ins Gesicht. Sehr schön. Das mit dem Bogenschützen muss ich auf jeden Fall auch noch hinkriegen, das ist wichtig. Wischtisch. Was wünscht ihr? Machen wir meinen Pechkessel kaputt. Genau, euch will ich brennen sehen, meine Freunde. Ich glaube, das war so dieser Bereich, der gebrannt hat. Das heißt, ich warte noch, bis die sich hier gesammelt haben. Ich weiß, dass die hier stehen bleiben, größtenteils. Bis dann können wir schon mal da anzünden. Jawohl. Und jetzt würde ich mal sagen, hier ein bisschen Feuer. Jawohl, sehr schön. So, als nächstes machen wir hier ein kleines Feuerchen. In der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Die Frage, wie will ich das haben? So? Das ist sowas. Mach die Mauer nieder, ich hasse diese Mauer. Flatsch. Vom eigenen Tripok weggeschossen. Genial. Gebt uns eine Aufgabe. Ja, ich würde mal sagen, du gehst zum Torhaus, oder? Jetzt ist hier ein kleiner. Jetzt ist hier ein ganz kleiner Sprung in der Mauer. Ehrlich? Was habt ihr vor? Wie lautet der Plan? Welchen Weg, Sire? Nee, warum kommst du nicht mehr rüber? Was ist dein Problem, dass du dich überhaupt nicht mehr bewegen kannst? Oh, ich hab den falschen. Sag mal! So, kommst zum Tor. Bin zur Stelle. Das Turm ist noch ein bisschen stehen bleiben. Das ist jetzt der einzige Punkt, wo die Gegner durch können. Schießt mich echt noch ein Tribok an da hinten. Bogenschützen bereit. Mach den mal weg. Wir geben unser Bestes. Mein Bogen. Aber dieses ist Tor hier muss halten. So gut wie tot. Mein Herr. Trefft ihr den mal. Sobald hier offen ist, ist Hüttengaudi. Ein Drittel Lebenspunkte hat das Ding noch. Zu Befehl. Hauptsache, wir haben Fleisch. Das ist das Allerwichtigste. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Also persönlich betrachtet für mich, ja, ist das Wichtigste, dass Fleisch da ist. Jetzt machen die hier die Treppen kaputt. Werkzeug ist bereit. Wo wird denn noch mit dem Tripbock geschossen hier? Balliste gefährlich. Bereit, my Lord. Irgendeiner von denen ist es. Vor allem, wie viel Munition die damit haben, oder? Komm, die geht alle aufs Torhaus. Ich habe mal gehört, dass das mit dem Pechschütten mit der Haltung zu tun hat. Auf Abwehrhaltung, glaube ich, schütten sie viel eher. Aggressive Haltung. Rennen sie zum Gegner hin und schütten das Pech direkt vor die Füße quasi. So, so im Ausfallmodus. Das hätte was. Irgendwie stelle ich mir das lustig vor. Also der Tribok macht mich echt fertig. Ich weiß nicht, welcher Tribok es ist, aber bitte macht mal irgendeinen. Ah, das wird ja nicht mehr. Die machen mir noch meinen Turm kaputt hier. Der ist essentiell.
Schon wieder ein Treffer. Oder? Nee, doch. Hä? Was? Schon wieder kein Treffer. Ja, verdammt. Aber es kommen ständig Schüsse rein. Sobald die Truppen auch weg sind, haben wir mehr Feuerkraft auf die Gegner konzentriert. Das ist auch schon mal was. Brrr. Tschüss, Wal. Die machen sich jetzt bestimmt eine Treppe. Die haben von mir gelernt. Alle drei kaputt. Nahezu gleichzeitig. Genial. Die nagen sich weiterhin fröhlich durch die Burg. Machen wir alles mal ein bisschen schneller wieder. Ihr trefft allesamt. Das ist das Nervige, wenn wir auf diesen Felsen stehen. Merke ich gerade. Wir treffen auf Nähe nichts richtig. Da ist es wahrscheinlich tatsächlich. Die meisten Gegner sind mittlerweile hier hinten. Na komm, Bogenschützen mal dahinter. Rücken aus. Habt Spaß. Schießt alle mal darunter. Schützen fest. Der kriegt auch gut ins Gesicht. Ah, die Balliste macht auch schon ihren Job. Das darf man nicht vergessen. Du musst aufpassen, dass sie mir keinen Bogenschützen runterholen hier. Können die ja runterlassen sich quasi, wenn die lang genug dagegen knabbern. Ich muss echt aufpassen, dass mir die Gegner keinen runterholen, ne? Bogenschützen. Aber genauso hätte man es auch formulieren können. Das ist das Schlimme. Schütze. Oh, fuck, ist schon leer? Ja, super, jetzt haben sie sich selbst verbrannt. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Okay, dann gucken wir mal, was der werte Herr Knubbel dazu sagt. Herr Knubbel, was sagen Sie dazu? Da kommt noch kaputt. So, ein bisschen brennt tut sie immer noch, das ist ganz praktisch. Und dann gucken wir mal raus, würde ich sagen. Die Klingen sind geschärft. Leute, ich sagte raus. Bewegung. Die Pferde sind gesackt. Und die Ritter kommen mit dazu. Steigt auf, Brüder. Auf die Rösser. So, am besten in einem ganzen Block zusammen mit gleicher Geschwindigkeit. Wenn eine Beginn da durchkommt, ist kein Problem. Da sowieso kaum Lebenspunkte. Macht sie fertig. Der tötet mich jetzt. Der hat voll den Handknick raus. Der weiß, wie man mit, der Hellebarde umgeht. Einfach zack, Kopf ab. Einfach durch den Kopf durchgestochen einmal. Mein Bogen ist teuer. Den feindlichen Angriff überlebt. Yay. Gehen dann doch. Okay, das ist lustigerweise eine Mission, Sieg. Wo sowohl der Angriff ziemlich leicht ist, also ziemlich leicht, aber auch die Verteidigung eigentlich geht. Also jetzt nicht so hart wie bei Camelot. Okay, alles klar. Das war die Hautkönigsburg.